Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Angelos. In der letzten Folge waren wir im Feuer-Dungeon, sind kläglich versagt da. Haben auch den Boss da gesehen, allerdings ist er ein bisschen zu krass. Wir haben eine Feuerfähigkeit bekommen, die ganz cool ist eigentlich, so für Pferdattacken und so. Okay, ich hole mir jetzt auf jeden Fall ein besseres Schwert in der Eiswelt und gehe erstmal in die Eiswelt. Ich habe gesagt, ich werde erstmal Level 9, das habe ich, stimmt, ich wollte eigentlich grinden. Aber jetzt haben wir ein neues Gebiet, von daher, oh Gott, sind die nervig. Wir grinden hier ein bisschen, werden Level 9, gucken uns die Eiswelt an, vielleicht, vielleicht sehen wir auch den Eisboss, vielleicht ist er ein bisschen einfacher, wow, okay, der zieht auch ein paar mehr Leben ab. Vielleicht ist der Eisboss ein bisschen einfacher als der Feuerboss, dieser komische Drache, der ist echt richtig doof. Ausgewichen. Hilfe, Alter. Boah. Kannst du bitte sterben? Wie viele Leben hast du? Es gibt so komische Gegner, die einfach viel zu viele Leben haben. Das ist unfassbar. Man sollte doch meinen, dass Feuer gegen den super effektiv ist. Ein Glück gibt es dir diese Treppe. Ach, danke. Und dann bringt der nur 300 Gold. Das bringt halt gar nichts. Ja, ansonsten haben wir in der letzten Folge ganz schön viele Nebenquests irgendwie gemacht. Ich hätte halt richtig gern nochmal... Dies ist Valions Burg. Der Eingang wird durch ein magisches Siegel geschützt. Dass wir vielleicht noch unsere Bade da bekommen oder was wir da haben. Unsere... Wie hat er das genannt? Unser Allerlei oder so? Nee, irgend sowas ganz komisches. Und eventuell... ein besseres Schwert wird mir halt gar nichts bringen, merke ich gerade. Doch für die zweite Phase von dem... Hilfe! Für die zweite Phase von dem Drachen wird mir das was bringen. Ja, okay. Ja, Level Up! Dankeschön. Weil wir treffen ihn ja in der ersten Phase gar nicht mit unserem Schwert, von daher ist das egal. Der zieht ein mehrere Leben ab. Dieser blöde Bär hier. Schöne Farbe, du kleiner Bär. Ich mag die. Pink ist toll. Jetzt stirb endlich. Das lohnt halt gar nicht, dass ich ihn angreife. Oh Gott. Er tötet mich vor allem. Danke. Oh, guck mal, der hat sogar 400 Gold rausgebracht. Wir haben zwar keine Leben mehr, aber YOLO. So, hier kommen wir auf jeden Fall vorbei, aber nicht jetzt. Mann, ich habe zu wenig Magie. Hallo, ich muss dich einmal hauen. Danke, ich muss dich vielleicht noch einmal hauen, ohne dass du mich tötest. Danke. Sonst kommen wir hier auf jeden Fall durch. Feuerattacke! Feuerattacke! Was seid ihr für komische... Okay, die sterben einfach instant. Die sind, glaube ich, einfach nur dafür da, dass man hier auch durchkommt. Zack, zack, damit man immer genug Magie hat, um hier irgendwas zu machen. Und wie kommt man jetzt da runter? Gar nicht. Das ist natürlich blöd. Ups, ich wollte mich eigentlich ducken und die Feuerattacke darüber machen. Ist anscheinend nichts draus geworden, Leute. Dann nochmal, also. Eins, zwei. Dann auf jeden Fall zwei... Oh fuck, zwei Dinger wiederholen. Den Typ lassen wir erstmal da. Guck mal, die kleinen Augen, wie süß der einfach ist. Wir müssen an sich hier unten eigentlich lang. Langt auch genau so, dass das wird. Nee, langt nicht. Verdammte Hacke. Jetzt fehlt ja wieder einer. Shit. Ja, ich treffe ihn. Oh, danke. Danke, dass mein Schwert so lang ist. Ach, das ist nicht das Einzige, was lang ist bei mir. Mein Arm ist nämlich auch ziemlich lang, muss ich sagen. Schon wieder so komische Gegner. Überall komische Gegner. Und den kann man... Okay, Laser. Alles klar. Macht bestimmt mega den Damage, diese Laserattacke. Man kann ihn doch nur am Auge treffen. Ja, lass das mal. Das macht doch Damage. Das ist nicht gut. Das ist alles nicht gut. Hier sind so viele komische Gegner. Dieses Spiel wird mega schwer am Ende hin. Ja, ein Glück hatten wir noch unseren Level-Up. So, ich werde nicht gegen ihn kämpfen. Der ist mir zu blöd, Leute. Los, komm hier runter. Komm hier runter, du Schwachkopf. Danke. So, ich weiche jetzt einen aus. Ist doch super dumm, dass ich einfach gegen alles kämpfen will. Okay, den muss ich wahrscheinlich schon vernichten, weil er mich sonst viel zu doll nervt. So, hier müssen wir auf jeden Fall die Erdfähigkeit einsetzen. Dann kommen wir hier aber auch easy peasy hoch. Ist da links irgendwas Cooles? Shit. Nein, warum? Warum? Und warum ist da unten schon wieder so ein Bobbelding? Oh, scheiße. So. Ja, toll, jetzt komme ich hier nicht mehr vorbei. Oh Mann, ich hasse alles. Oh, man sieht den auch nicht mehr. Hey, hier ist einfach alles kaputt. Dieses Spiel ist so verpackt. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, ist das ein blödes Spiel, ey. Ohne Witz. Vor allem diese ganzen komischen Passagen, wo man hin und her... Wo man die ganze Zeit seine komischen... Kann man nicht einfach... Warte, warte, warte. Wir töten
den Dude hier einmal kurz. Ja, er tötet mich natürlich. Dich einfach. Ich habe so gar keine Lust mehr auf dieses Spiel. Es macht Spaß, aber es ist auch irgendwie ultra assig. Muss ich zugeben. Und natürlich starte ich wieder am Anfang des Dungeons. Why not? Kann ich nicht das Ding einfach aktivieren und dann da hoch? Geht das nicht? So, ich gehe jetzt einfach weiter. Ist mir doch egal, was da links ist. Ohne Witz. Ich habe so gar keine Lust mehr hier. Die sind viel zu viele komische Gegner, die alle nerven. Die sind alle so komisch hingesetzt. Oh, warum habe ich mich nur dazu entschieden, dieses Spiel durchzuspielen? Ohne Flachs. Oh, stirb einfach. Die sterben wenigstens recht schnell, wenn man die Erdfähigkeit einsetzt. Aber irgendwie... Oh, jetzt ist hier noch so ein Viech. Komm hier runter, komm hier runter, komm hier runter, komm hier runter, hallo, komm hier runter. Hier, ich stehe bereit, danke. Ja, okay, ich laufe jetzt wirklich einfach durch. Leute, das ist doch nicht normal, was hier abgeht. Man kann hier einfach nur durchlaufen, da ist eine tolle Kiste. So, bitte sei etwas... Meine Harfe! Das ist zumindest ein Teil davon. Für mehr ist das hier nicht. Nur weil hier diese komische Musikharfe ist. Ja, GG. Okay, Leute, tötet mich hier. Ich bin bereit. Tötet mich. Ich komme sowieso nicht den ganzen Weg zurück. Killt mich, killt mich, killt mich. Los, tötet mich. Ich will hier nicht mehr sein. Danke. Ohne Witz, was haben sich denn die Entwickler dabei gedacht? Oh, du willst dein Musikinstrument haben, mit dem du bestimmt ganz viel Spaß haben kannst? Ja, dann musst du erstmal an 10 Millionen Gegner vorbei, die du alle nicht vernichten kannst, weil du zu schwach für dieses Spiel bist. Und damit spielst du schon auf normal. Ja, ja. Jetzt ist wirklich alles egal, Leute. Das ist einfach nur Kacke. Okay, hier wurde auf jeden Fall der Oberbösewicht, den wir am Ende vernichten müssen. Also in dieses Schloss hier müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Und das... Ach, wir müssen auch noch in den Lufttempel. Leute, das Spiel wird ja noch Ewigkeiten dauern. So, mir ist wirklich alles egal hier. Dann ist es vielleicht sogar geplant, dass man hier hingehen kann, bevor man den Boss besiegt. Ich bin jetzt halt gespannt, ob die Harfe wirklich gut für uns ist oder nicht. Und ob wir vielleicht noch die Saiten dafür brauchen. Das wäre blöd, wenn jetzt der Musikmacher da nicht mal die Saiten hätte für unsere Leier. Leier hat er sie genannt, stimmt. So, hallo, ich habe hier die Leier. Du hast eine Leier, allerdings fehlt die Saite, natürlich. Ich kann das reparieren, wenn du eine Saite... Ich hasse dich, das war so klar. Und dann haben wir hier so ein Ding. Nimm doch einfach die Saite von dem Teil hier, ich kaufe auch einfach irgendwas. Wo kriege ich denn jetzt eine Saite her? Mann... Wisst ihr was, Leute? Es gab noch ein Gebiet, wo wir unsere Feuerfähigkeit einsetzen konnten. Und zwar im Wald unten. Lol, hier oben gibt's noch eine Kiste. Okay, zumindest ein Herzteil mehr. Hier wollte ich zwar eigentlich gar nicht hin, aber okay. Mir ist übrigens noch eine Idee eingefallen. Und zwar gab's ja in der Kanalisation, hier wo wir jetzt gerade hingehen, da gab's hier rechts nämlich noch so ein Gitter. Und durch das können wir jetzt auf jeden Fall auch durch mit unserer Feuerfähigkeit. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wieder neue Gegner, wieder neues Gebiet. Dann glaube ich einfach mal, dass wir hier die Saiten bekommen. Weil diese komischen Gebiete hier sind ja anscheinend dafür. Okay, man fällt hier einfach runter. Ah, Kanalisation, Leute. Das ist immer ganz komisch. Vor allem, wenn das so richtig dunkel ist. Solche Level sind immer mega komisch. Wir können hier halt auch noch rechts weitergehen oder nach unten. Meistens entscheide ich mich falsch, deswegen ich gehe erstmal nach unten. Was hat das Ding da zu bedeuten? Kann man da vielleicht drauf stehen? Keine Ahnung, wir gehen erstmal nach links. Immer erst links abklappern. Hier geht's auch wieder runter. Kann man hier auch nach links? Nee. Die Gegner sind hier zumindest nicht so assig wie in dem Eisgebiet, wo wir eben waren. Brauchen zwar auch ein paar Hits, aber die kann man wenigstens vernichten. Die sind ein bisschen so wie ein Kokuna von Pokémon. Kann man hier hoch? Achso, hier. Warte. Ist das derselbe Ort? Ja. Das ist scheißegal, wo wir lang gehen. Alles klärchen. Wieso ist der Typ schon wieder da? Was ist das jetzt hier? Was haben denn diese Zeichen zu bedeuten? Müsste man hier nicht runterfallen? Die muss man bestimmt irgendwie aktivieren. Hier geht's noch nicht weiter. Gut, dann schauen wir hier doch nochmal rechts lang. Hier ging's ja auch auf jeden Fall noch runter. Hallo. Einfach mal gestorben.
Waren wir? Doch, von hier kommen wir doch. Hey, jetzt bin ich ultra verwirrt. Heißt das einfach nur, dass da irgendwas ist? Können wir hier hoch? Überall komische Gegner. Stirb doch einfach. Was? Ah, okay, da ist gar nichts. Da sind einfach nur Fallen auf dem Boden. Das macht alles Sinn. Aber man kommt ja auch nicht hoch. Oh, shit. Das ist super dumm, wenn man nichts sieht. Kann man da noch irgendwie stehen? Ich kill mich einfach selber. Ich habe eine Idee, Leute. Und zwar, erstmal heile ich mich. Geht nicht, weil ich keinen Heiltrank gekauft habe, ich Dummkopf. Oder zählt... Ach, das Elixier zählt jetzt so, als wenn ich einen Heiltrank hätte, oder was? Das war dann aber ein sehr teurer Heiltrank tatsächlich, mit 20.000. Und zwar, hier sind ja diese Fackeln. Und die sehen ja ein bisschen so aus, diese Form, wie diese roten Dinger da. Und wenn ich die jetzt einfach anzünde... Ja, okay, das ist es. Okay, dann ist es hier viel einfacher. Gut, dass mir das noch aufgefallen ist. So, aber danke, ich bin tot. Alles blöd. Ah, dieses Spiel... Hä, ich starte einfach am Anfang der Kanalisation. Okay. So, second try. Dann müssen wir auf jeden Fall unsere Magie behalten. Oh Mann, ey. Das ist immer so ein bisschen riskant, ob man die jetzt angreift oder nicht. Also ob man einfach stehen bleibt und sie angreift oder doch nochmal ein zurückgeht. Aber ich wähle da meistens die riskante Variante. Aber wäre wahrscheinlich einfach schlauer, mal ab und zu zurückzugehen. Stimme ich euch vollkommen zu. So, das Ding anmachen. Was haben wir denn hier? Ah, ja. Das funktioniert doch. So, hier können wir nur runter. Und zwar ganz schön weit nach unten. Holy shit. Hier haben wir gar nichts. Und wir kommen auch nicht wieder hoch. Hier können wir auf jeden Fall unsere Magie aufladen. Hier, der hat mich getroffen. Ich bin zurückgelaufen, Leute. Habt ihr gesehen? Lerne mich auch dazu. Und hier oben haben wir bestimmt... irgendwas richtig Tolles. Wie zum Beispiel ein Ort, wo wir nicht hingehen können, weil wir zu groß sind. Da ist auf jeden Fall eine Kiste und wir kommen auch von der anderen... Das ist wahrscheinlich nur zum Rübergucken, oder? Von der anderen Seite kommen wir da auf jeden Fall rein, wenn wir diese Feuerfähigkeit einsetzen. Ist nur die Frage, wie man da überhaupt hinkommt. Oh, das ist so nervig. Meine Eltern laufen wieder die ganze Zeit vor meinem Zimmer rum. Und ich sehe das immer und das ist alles ganz komisch. So, sind wir jetzt nicht schon da? Ja. Okay, wir müssen also, während wir nach unten gehen, unser Feuerding da durchbubbeln. Okay, das haben wir geschafft. Sollte funktionieren. Ja, perfekt. Bitte lass da die Seiten drin sein. Ja, danke. Wir haben die Seiten. Wir kriegen auf jeden Fall unsere Leier fertig. Das finde ich richtig gut. Okay, nice. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas anderes? Können wir hier vielleicht hoch? Nee. Ah, guck mal, hier gab es noch eine Kiste. Aber dann haben wir, glaube ich, alles in diesem Dungeon hier gefunden und dann geht's uns gut. Sind da vielleicht XP drin? Was? Da waren einfach nur drei kleine Münzen drin. Okay, voll die Trolltruhe jetzt, ohne Witz. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Seite. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles. Das heißt, ich kann hier rausgehen, oder? Nee, da ist noch irgendwas. Au, ey. Ich wollte doch die Kerze entzünden, du Doofkopf. So, haben wir hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Okay, wieso kann er dann... Oh, warte. Ist da vielleicht einfach nur so ein... LOL! Da war einfach nur ein Gitter. Hier geht's doch noch weiter, Leute. Ich bin so schlau manchmal. Das ist unfassbar. Die greifen einen aber auch an. Die sind manchmal so schnell. Die wobbeln dann schneller zu einem hin. Wenn hier jetzt ein Boss auf mich wartet, dann raste ich aus. Hier ist gar nichts. Fehlt hier noch irgendwas? Hey, hier ist einfach gar nichts? Das kann ich mir nicht vorstellen. Hallo? Hä? Hier muss man doch bestimmt irgendwas machen. Kannst du mir nicht erzählen, dass hier einfach gar nichts ist? Ah, vielleicht muss man hier die Kerzen ausmachen. Vielleicht mit einer Blubberfähigkeit? Geht nicht, okay. Haben wir sonst noch irgendeine andere Fähigkeit, mit der man das machen kann? Auch nicht. Aber für irgendwas muss doch dieser Raum hier sein. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man Luft hat, also die Luftfähigkeit, dass man dann hier vielleicht irgendwas machen kann. Dass man dann die Dinge ausmachen kann. Aber momentan können wir auf jeden Fall nichts machen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man einfach... Guck, habt ihr gesehen, wie schnell der plötzlich war? Aber ich kann mir vorstellen, dass man auf jeden Fall... Oder ich glaube, man muss auf jeden Fall die Kerzen da ausmachen.
So, und jetzt geben wir aber dann nochmal ganz kurz unser Kram ab. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass wir hier einen Abstecher gemacht haben. Ich bin gespannt, wie die Musik in diesem Spiel zu tragen kommt. Guck mal, hier steht sogar einer. Ja, ist ein tolles Loch, ne? Ich weiß. Nun gut, dann nochmal ab zur Wand und dann können wir auf jeden Fall unsere Leier fertigstellen. Bin so gespannt, was das macht. Dann können wir auch die Quest mit der... Ach, komm mal, lass mich da jetzt hoch. Können wir auch die Quest abgeben. Oder die Quest machen, das in der Bar da, wo die Leute eine musikalische Unterbietung haben wollen. Hallo, ja, ich hab alles. Ich kann das für 1000 Edelsteine. Ja, locker, ich bin reich, Dude. Ich bin reich. So, er stellt das jetzt her hier. Und, wie sieht das Ding aus? Hier, deine Leier ist repariert. Dankeschön. Ah, okay, sieht doch anders aus als das Teil hier links. Okay, und was kann ich damit jetzt Schönes machen? Bist du zufrieden mit deiner Leier? Sicher, ich weiß noch nicht genau, was ich damit machen soll, aber danke, eine Leier. Gut, dann machen wir damit jetzt einfach Musik, oder was? Mehr kann die nicht, man kann damit einfach nur Musik machen. Oh. Oh, das Tor zur Welt der Schatten. Ich bin Batman. Nur weil ich meine Leier jetzt hab, macht er das? Oh nein, jetzt wird die Welt noch schwerer. So ein Bösewicht! Und überall reißen die Risse auf. Nein, lauf weg! Oh nein, oh nein! Er wird sterben. Gustav wird sterben. Das tut mir leid, Gustav. Gustav, bring dich in Sicherheit! Alter. Es ist einfach ein Apollo. Nee, Nebulak. Es ist einfach ein Nebulak. Nein, Gustav ist tot. Gustav ist tot. Wie konnte Gustav sterben? Ich habe Gustav nicht retten können. Toll, jetzt sind hier überall diese Kackdinger. Oh, ich fass es nicht. Jetzt sind hier noch mehr Gegner, als sowieso schon vorher hier waren. Oh, es ist alles Kacke, Leute. Das Spiel wird immer schwerer. Nur weil ich jetzt diese Leier habe. Das ist doch kacke. Wenn die jetzt auch in den Städten drin sind, dann gebe ich auf, Leute. Da habe ich keine Lust mehr. So, aber in Dorf Vira gab es auf jeden Fall noch eine Taverne. Und in dieser Taverne wollten die Leute gerne, dass man etwas vorspielt. Hier, ja, ich spiele meine Leier. Ich hoffe, es gefiel euch. Ja, das war toll. Ja, super toll gemacht. Well played. Oh, das war wundervoll. Ich werde dir ein unbezahlbares Geheimnis erzählen. Blaue Schleime haben eine Eisenallergie. Ein Scheiß-Tipp. Haben die anderen bessere Tipps? Oh, du hast sehr gut gespielt. Hier, 5000 XP. Damit bist du jetzt Level 10. Cool. Danke. Danke. Das war wunderschön. Ich brauche euer Geld nicht und den ganzen Kram. Habt ihr noch mehr? Ich dachte, ich kriege jetzt noch irgendwas Tolles. Oh, ich dachte, ich kann jetzt hier vielleicht oben hin oder so. Oh, ich kann mir aber vorstellen, dass wir da einfach mit unserer Feuerfähigkeit reinkommen. Nee. Das ist doof. Mehr hat mir das nicht gebracht. Und du? Du spielst gar nicht schlecht. Mehr, das ist... Für ein paar XP, für einen Scheiß-Tipp und für ein bisschen Geld habe ich mir jetzt die Sachen von Valion hier angelacht, oder was? Dafür ist jetzt die ganze Welt zu Kacke geworden. Im Vulkan gibt es ein Labyrinth. Ich habe den Weg hindurch auf einem Pergament notiert, aber ein Affe hat es gestohlen. Immer diese Affen. Ach so, lol, wir hätten irgendwas mit dem Affen machen sollen. Ups. Okay, ich habe im Labyrinth jetzt einfach nachgeguckt. Ja, Leute, und jetzt? Könnte vielleicht sein Kamin anmachen? Kamin, entflammen! Nö, schade. Tür, was dann? Hier können wir noch durch. Guck mal, es gibt immer wieder neue Wege, wo man hingehen kann. Was haben wir hier? Noch ein Magieding. Okay, das wird uns auf jeden Fall auch helfen. Beim... Es ist, weil diese Geister sind, ist so nervig. Okay, lol. Das wird uns auf jeden Fall auch helfen beim Drachen, dass wir ein Magie mehr haben. Dann können wir nämlich häufiger angreifen und das ist toll. Wie stark sind denn diese Viecher? Okay, ja, ein paar Hits halten die aus. Okay, also nur so ein Magieding. Hatten wir sonst noch irgendwo was, was wir machen konnten? Ich kann mir vorstellen, dass wir bei Palulu-Stadt noch irgendwas hatten. Da war zum Beispiel noch dieser Drache. Ob wir da vielleicht noch irgendwie weiterkommen mit dem Kram, was wir jetzt haben?
Übrigens steht hier bei dem Panda anscheinend Chikra oder so dran. Was, keine Ahnung, Kraft oder so bedeutet. Ich habe schon wieder vergessen. Der Kloxen hat das auf jeden Fall in einem Kommentar erwähnt. Danke dafür. Also da steht anscheinend nicht K, sondern es ist ein Kanji, das genauso aussieht wie die K. Aber Chika heißt, ja, ja. Hier haben wir zum Beispiel noch diesen Turm von Babel, mit dem ich noch nichts anfangen kann. Auf der Leier spielen, hier können wir die Leier auch nochmal benutzen. Oh. Wird immer mehr wie Zelda hier, einfach random irgendwo Musik spielen und dann passiert irgendwas. Du hörst eine mächtige Stimme aus dem Turm. Oh, wie schön diese Melodie ist, die ich mich weckt. Es ist höchste Zeit für mich aufzustehen. Oh, da versinkt der Turm von Babel. Und er kommt. Oh, krass. Okay, der Turm ist ein bisschen größer als gedacht. Cool, noch eine Nebenquest. Ich drück mich ganz gut vor dem Bosskampf, oder? Also, ich finde schon, dass ich mich da gut vordrücke. Okay, ich glaube, im Turm von Babel kriegen wir dann auch unsere Elektrofähigkeit, so wie das hier gerade aussieht. Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der Schönste in diesem Schloss? Okay, eins, jetzt sind die Einsen wahrscheinlich offen. Hier gibt es noch mehr Portale, das finde ich richtig gut, ich liebe Portale. Die machen ein Spiel auch überhaupt nicht komplizierter oder so. Immer wieder schön. Oh Gott, viel zu viele Portale. Gab es hier rechts noch irgendwas oder ist da auch nur ein Portal? Auch nur ein Portal. Okay, wir nehmen erstmal rechts. Denn Profis gehen immer nach rechts. Ja, geil, noch mehr Portale. Ich liebe sowas. Labyrinthe sind immer toll. Okay, da haben wir die 4. Hier unten ist ein Gegner. Da ist die 2, die wir irgendwann aktivieren müssen. Noch ein Portal, eine 5, eine 2. Oh, hier können wir die 2 aktivieren. Die bleiben ja wohl hoffentlich auch aktiviert, oder? Also nicht, dass jetzt die 1 irgendwie deaktiviert wird oder so. Gehen wir hier zumindest durch. Das ist der linke, den können wir auf jeden Fall auch einmal benutzen. Ja komm, machen wir das erstmal. Wir müssen auf jeden Fall einfach alle Teile hier aktivieren und dann sind wir ja schon durch. Den mittleren haben wir schon benutzt, meiner Meinung nach, ja. Hier sind, oh Gott, hier sind noch mehr Portale. Was war hier unten? Noch ein Portal. Das sind wir auch noch nicht reingegangen. Wir haben da oben noch 5 Portale. Hier ist das 4, okay. Noch ein Portal. Ja, aber weil hier diese Elektro-Dinger sind, denke ich einfach mal, wir kriegen hier auch unsere Elektrofähigkeit. Sind leider gleich wieder tot, aber YOLO. Erstmal den linken, ist sowieso falsch, der linke. Oh nein. Achso, okay, der linke bringt einen nach ganz rechts. Der zweite von rechts bringt einen hier hoch, das ist schon mal richtig. Der zweite von links bringt einen in die Mitte, das heißt, der mittlere bringt einen dann nach links. Okay, gut, dann haben wir das Rätsel auch gelöst, jetzt ist die 3 aktiviert. Hier haben wir den 4er. Dann haben wir die 4 frei. Jetzt ist die Frage. Das ist ja alles nur Trial and Error. Ich glaube, ich werde das auch wieder zusammenschneiden, weil das, glaube ich, nicht so spannend ist, wie ich hier hin und her wobbel. Schon klar, auf was der Dungeon hinaus will, oder? Oh, die laufen einfach weg vor allem. Die sind auch komisch drauf. Ja, oh, verschwinde. Du hast Angst vor mir. Wo war die 4? Hier ist die 4. Aber wo haben wir denn jetzt was freigemacht? Ah, hier wahrscheinlich. Können wir hier runter? Also das sieht auf jeden Fall neu für mich aus. Keine Leben mehr. Wenn ich gleich sterbe, dann raste ich aber aus. So ein Tier. Nein! Nein, bitte kein Boss! Oh Gott, nein! Warum kommt hier ein Boss? Das ist doch kein richtiger Dungeon. Hallo, sei bitte lieb zu mir. Oh Gott, ja, den werde ich nicht vernichten können. Will ich meinen 20.000er Trank hier einsetzen? Ich glaube nicht. Ja, er wird mich vernichten, Leute. Ich komme ja nicht mal an ihn vorbei. Ja, GG. Ich habe mir nicht mal Leben abgezogen. Mega gut. Mega gut. So, habe mich eingedeckt mit einem Herb und ich muss auf jeden Fall dieses komische Elixier da einsetzen, das 20.000 gekostet hat, war halt voll die Geldverschwendung. Aber sonst habe ich keine Tränke mehr und ich brauche Tränke auf jeden Fall, um Bosse zu vernichten. So, hier, friss das. Feuer gegen Feuer, easy. Okay, mal gucken, ob ich den ausweichen kann. Ja, geht ganz gut. Kommt man denn auch über ihn rüber? Nö. So. Sieht mir aber nicht so schwer aus, der Boss. Den Dingern kann man ja gut ausweichen. Da kann man ihn ein paar Mal so angreifen. Über ihn rüber kommt man halt nicht, ohne Leben zu verlieren. Ist halt einfach so. Da kann man immer hier ein bisschen Feuer einsetzen. Es sei denn, man macht vielleicht diese Blubberfähigkeit. Dann könnte das eventuell was werden. Ups, jetzt bin ich natürlich nicht gesprungen, ich Dummkopf. Blubberfähigkeit. Kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass man damit über ihn rüberkommt. Nee.
Ich hatte sie ja voll vergessen. Oh Gott. Okay, dann einfach so viel Damage machen wie geht. Aber er wird mich auf jeden Fall immer wieder treffen. Nope. Oh Gott. Wenn ich runterfalle, dann trifft er mich locker. Okay, ich muss das Ding einsetzen. Ich hoffe einfach mal, dass... wir ihn noch vernichten irgendwie. Wenn wir ihn jetzt einfach die ganze Zeit angreifen, müsste das doch eigentlich ganz gut gehen, oder? Ach komm mal, man ist hier sogar sicher in der Ecke. Oh, hätte ich das gewusst. Dann ist es super einfach. Okay, zweite Phase, aber easy, easy geschafft. Oh, hätte ich gewusst, dass man einfach in der Ecke sicher ist, dann hätte ich das ja von Anfang an so gemacht. Und da ist der fünfte Knopf. Klick. Oh, wenigstens mal wieder ein Boss besiegt. Dankeschön. Das kratzt dann schon meine Ehre, wenn ich hier gegen alle Bosse verliere. Ich glaube, ich habe noch keinen einzigen Boss beim ersten Try geschafft. So, wir haben jetzt auf jeden Fall die 5 aktiviert. Jetzt ist so die Frage, wo war das? Wir können jetzt diese rote Kiste hier links mitnehmen. Die da. Da wird nichts Tolles drin sein. Rote Kisten sind meistens nicht so gut. Aber vielleicht ist er... mega viel Geld. Also wirklich mega viel Geld. Vielleicht haben wir ja noch irgendwo eine goldene Kiste, wo was richtig Tolles drin ist. Das wäre super. Ich glaube, hier oben rechts... Die sind auch assig, diese Dinger. Ich glaube, hier ganz oben rechts war auch noch zu, eben noch. Ja, oder noch weiter oben? Ich bin mir gerade nicht sicher. Vielleicht hier ganz oben. Ja, hier können wir noch raus. Und was ist hier Tolles, hä? Wir können sie nochmal spielen. Okay. Passiert dann nochmal was? Herzen. Toll. Mehr bringt das nicht? Ich meine, von hier oben können wir bestimmt zu dem Nest von diesen einen... von dem Drachen hin. Aber das muss doch noch irgendwas bringen, dass wir jetzt hier oben sind. Warte mal. Zählt das? Wenn ich jetzt hier in den nächsten Bildschirm reingehe. Okay, das geht auf... Oh, wir können hier auf den Wolken tänzeln. Okay. Immer diese pinken Gegner überall, die einfach viel zu viel aushalten. Jetzt ist es ein blauer Gegner. Oh, okay. Auch interessant, ich nehme schon mal die Kisten hier mit, ne? Oh, noch so ein Elixier. Auf jeden Fall viel wert, diese Elixiere. Ich finde es immer noch schade, dass man nichts verkaufen kann in diesem Spiel. Kommt man da noch weiter hoch? Und könntest du jetzt mal irgendwann weggehen? Danke. Was haben wir hier noch? Da kann man bestimmt auch die Leier drauf spielen, oder? Nee, wofür ist das Ding? Hallo? Da kann man bestimmt auch noch irgendwas machen. Okay, scheinbar ist hier nicht noch mehr. Da oben... Doch, das ist auch irgend so ein Portal. Ich hab... Da oben ist auch noch so ein grünes Ding. Aber das geht wahrscheinlich erst mit der Luftfähigkeit, kann ich mir vorstellen. Seht ihr das? Da oben links ist auf jeden Fall auch noch irgendwas Grünes. Ich denke mal, das wird hier irgendwas damit zu tun haben. Okay, aber gerade können wir hier auf jeden Fall nicht noch mehr machen. Und dann gucken wir doch nochmal nach links. Was haben wir hier? Oder kommen wir jetzt schon hier zum Lufttempel? Doch, Celestia, ja, tatsächlich. Ich drücke mich so gut vor dem einen Boss noch. Dem Boss, den ich noch machen muss. Hilfe, ich habe keine Leben mehr. Bitte tötet mich nicht, ich will hier nicht alles nochmal machen. Okay, danke. Danke dafür. Wir können natürlich erstmal nach Celestia hingehen und dann gucken, ob wir da vielleicht noch einen Teleporter haben oder so. Aber ich glaube, so kann man das auch lösen mit dem... mit dem Dino da, mit dem Drachen. Auf Celestia. Der ja auch noch irgendwas wollte. Wie 1000? Ja, egal. Nimm einfach. Ich habe sowieso genug Geld. Also an sich, man müsste immer wieder in das erste Dorf gehen, weil da kriegt man immer... Wieso sind hier Piccolos? Da kriegt man immer umsonst so ein Herb-Ding. Oberhalb des Dorfes gibt es eine Säule. Wir versuchten sie zu bewegen, aber es war unmöglich. Es heißt, nur der Bote könne die heiligen Säulen bewegen. Und wir werden bestimmt der Bote, sobald wir alle 4 Elemente haben. Hallo, kleiner Piccolo. Ich tausche gelbe Edelsteine gegen violette. 10.000 gelbe Edelsteine gegen 1.000 violette Edelsteine. Ja, mach mal. Dankeschön. Okay, also wenn man zu viel Geld hat, dann kann man hier
Das finde ich gut. Sein Geld gegen XP eintauschen. Und wir haben genug Geld, Leute. Was kriegen wir hier noch? Ja, endlich mal neue Rüstung und so. Oh, guckt euch das an. Ein Blitzschwert für 50.000. Okay, ich hätte mein Geld vielleicht doch nicht ausgeben sollen. Blitzrüstung 80.000. Und was haben wir hier noch? Ich habe diese Rüstung vor einer Weile gefunden, aber sie hat eine miese Qualität, also will ich sie für nur 53 Edelsteine loswerden. Jo, ist auch gekauft. May Agulus protect you. Und wir können auf jeden Fall noch dieses Blitzschwert kaufen. Warum nicht? Blitzschwert. Damit können wir jetzt auch wieder mehrere Sachen machen. Damit können wir bestimmt diese Blitz... Nee, können wir nicht. Blitzdinger aufmachen. Oh, ist auf jeden Fall mehr als doppelt so stark wie unser Anfangsschwert hier. Die Rüstung ist zu schwach. Die müssen wir aber bestimmt später noch benutzen. Mit dem Agelos-Schwert oder sowas ist die bestimmt wieder gut. Dann werden wir nämlich zum neuen Agelos. Die Blitzrüstung kann ich leider noch nicht kaufen. Noch locker nicht kaufen. Okay, wir haben noch mehr Reichweite jetzt auf jeden Fall mit diesem Blitzschwert. Das ist schon mal ganz nett. Oh, so viele Möglichkeiten, wo wir hingehen können. Ich hasse sowas. Wenn wir hier... Achso, das ist dieses Portal-Ding. Und das kann aber nur der auserwählte Dude machen. Das heißt, sobald wir die Luftfähigkeit haben, können wir hier bestimmt weitergehen. Okidoki, weiß ich doch Bescheid. Okay, wir sind jetzt auf jeden Fall auch wieder stärker geworden, dank diesem Blitzschwert. Und eine neue Rüstung wird uns auf jeden Fall auch mega helfen. Auch beim Drachen. Den Drachen müssen wir halt besiegen, damit er uns seine... Ups. Oh, jetzt sind wir aber wirklich mega stark. Damit er uns sein Element gibt, und wir brauchen ja alle vier Elemente. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall alle... Gehen wir jetzt hier durch? Nee. Dafür braucht man trotzdem die Blitzfähigkeit. Was habe ich eben gesagt? Ich weiß es schon wieder nicht. Ja, wir brauchen die vier Elemente, um Agelos zu besiegen. Aber wir müssen auch noch irgendwie an die Luftfähigkeit rankommen. Oh, guck mal, hier haben wir auch noch was. Wieso war ich denn hier oben nie? Aber nur ein Herb, okay. Achso, weil ich damals diese Fähigkeit noch nicht hatte. Stimmt, wir haben, glaube ich, das Ding gesehen gehabt, aber wussten, dass wir da nicht rankommen. Da oben ist das Nest. Da kommen wir ja dann auch easy peasy hin, wenn wir einfach durch von den Turm von Babel dahin gehen. Dann soll das eigentlich gut gehen. Oh, hallo Drache. Wir dürfen ja einfach nur nicht hüpfen, ne? Träume ich etwa? Ein Mensch! Bla 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 bla. Ja, ich nehme deine Herausforderung. Nee, ich darf den Boden nicht berühren. So war das, ne? Okay, pass auf. Okay, das zählt schon als Boden berührt. Wir kommen natürlich mit der Blubberblase relativ weit. Aber jetzt auch nicht allzu weit. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall die Luftfähigkeit, damit wir das machen können. Jetzt ist die Frage, Luftfähigkeit. Langt die Fähigkeiten, die wir jetzt gerade haben, um in den Lufttempel zu kommen? Da bin ich mir halt auch unsicher. So, hier haben wir auch noch so ein Blitzding. Keine Ahnung, was man damit machen soll. Ich gehe jetzt hier einfach mal hoch und gucke, ob es hier den neuen Tempel gibt. Und zwar... Ja, wir sind jetzt auf jeden Fall hier oben. Hier sind... Oh, ach, die kann man schieben. Lul sagt das doch. Okay, dann werde ich den linken auf jeden Fall auch nochmal rüberschieben, gell? Kann man das dann auch hier bestimmt runterschieben, in der Hoffnung, nicht zu sterben. Hilfe. Lass mich das Ding einfach runterschieben. Hilfe. Okay, so. Noch ein Teil unten. Und der eine hat irgendwas ausgelöst hier auf der rechten Seite. Der linke irgendwie nicht, leider. Ist hier noch irgendwas Cooles oben? Eine goldene Truhe oder so? Hallo, irgendwas? Ich bin der Held dieser Geschichte. Gebt mir was für meine Taten. Oh Gott. Nein, oh Gott, ich sterbe hier einfach. Ich setze dieses Elixier nochmal ein, obwohl die einfach viel zu teuer sind. Aber YOLO, habe ich ja gefunden. Also war es quasi umsonst. Zumindest eine rote Kiste mit ein bisschen XP drin. Oh, sogar ziemlich viel. Okay, der Geist hat doch keinen Bock mehr. Hätte ich mein Elixier gar nicht benutzen müssen. Warte, hier kann man noch weiter, ne? Pack mal ein pinkes Schloss. Das Tor ist geschlossen. Allerdings scheint dahinter auch nichts zu sein. Toll. Einfach ein pinkes... Wie nennt man denn sowas? Eine pinke Tür. Ins Nirgendwo. Und hier kann man einfach nur runter. Ist die Frage, ob ich da runter will. Ich glaube nicht, aber okay. Das ist so dumm. Ah, okay, doch. Man kann hier das Ding zumindest nochmal runterschieben. Wenn ich dadurch jetzt permanent da hochgehen kann, das wäre toll. Jetzt sind die auf jeden Fall überall aktiviert, so wie ich das sehe. Kommen wir hier auch jedes Mal wieder hoch, okay. So, und das Ding, damit müssen wir bestimmt auch noch irgendwas machen. Wahrscheinlich muss man den einfach noch weiterschieben, ja. Ist nur die Frage, in welche Richtung. Links oder rechts, Leute? Oh,
das ist locker falsch, dass ich das jetzt nach rechts schiebe. Kann ich das noch weiterschieben? Nein, ich hätte wirklich nach links schieben müssen. Das ist doch dumm. So, also erst nach rechts. Ich bin locker gleich tot, weil mich wieder irgendeine Kacke trifft. Boah, ich sterbe hier wirklich in letzter Zeit richtig häufig. Doofes Kackspiel. So, jetzt geh da runter und mach Düdelüm. Immer noch nicht Düdelüm. Alter, wenn mich jetzt irgend so ein kleines Viech tötet. Ich sehe schon kommen, dass der mich einfach tötet. Okay, danke. Muss man noch viel machen. Das soll sich jetzt aber auch lohnen. Dankeschön. Oh, ach, das musste man sogar machen. Okay, ich habe das noch nie gesehen, was jetzt da passiert. Wo soll das sein? Toll. Ja, okay, die ganzen Gegner respawnen hier halt einfach wieder. Schön, dass ich keine Leben habe. Aber wo ist denn das Ding jetzt da aufgegangen? Das muss ich gleich erstmal suchen. Aber das ist dann wahrscheinlich der Elektro-Dungeon? Vielleicht ist es auch der Luft-Dungeon? Aber wo soll denn das gewesen sein? Ah, vielleicht hier oben? Weil die meinten ja irgendwie, das öffnet sich hier dann. Okay, hier ist das auf jeden Fall nicht. Ach, hier links. Okay, alles klar. Kann man jetzt hier irgendwo rein? Hallo? Achso, man kommt hier einfach nur durch? Ist das Teil nicht nach unten gegangen? Soll man die Dinger schieben? Auch nicht. Na gut, dann gehe ich aber weiter. Hallo? Will ich jetzt im Himmel? Hi, hallo? Du baust hier irgendwelche Sachen an? In dieser Richtung befindet sich ein Erdbaum. Ich habe ihn gerade hierher gebracht. Er ist seltsam, nicht? Willst du mehr über Bäume wissen? Klar. In Celestia gibt es einen Baum, an dem Herzen wachsen. Er ist ein schnell wachsender Baum, aber er benötigt Erde und Wasser. So, so. Da hat er einen Erdenbaum angepflanzt. Da oben ist eine Kathedrale oder so. Da ist ein Affe. Affen sind böse in diesem Spiel, das wissen wir schon. Hä? Wo bin ich? Ich hielt ein Nickerchen auf diesem Baum, nicht weit von meinem Wald. Und nun wache ich hier auf. Wie komme ich hier wieder nach Hause zurück? Der Weg ist weit und auf der Straße gibt es viele Monster. Wenn du mir hilfst, nach Hause zu kommen, dann werde ich dir bei deinen Aufgaben helfen. Schlägst du ein? Danke. Du willst zum Lufttempel, aber der Wächter weigert sich, dir den Schlüssel zu geben. Da bist du zur rechten Zeit gekommen. Bring mich zum Dopfierer und in das Haus des Wächters und ich werde dir helfen. Los geht's. Aha. Der bringt uns dann also in der... Ja, okay, mach ich. Ich sterbe auf dem Weg dahin. Jetzt haben wir ja noch eine komische Quest, wo wir diesen blöden Affen dahin bringen müssen. Viel zu viele Nebenquests hier. Was haben wir hier? Hallo, wie geht's dir? Ich begann der Priester. Wenn du mit Agelos Ausrüstung und reinem Wasser zurückkehrst, könnte ich sie segnen, damit sie all ihre Macht zurückgewinnt. Du solltest zur Bibliothek von Palulu gehen, um mehr Informationen zu finden. Mit reinem Wasser? Meinen die mit reinem Wasser vielleicht dieses Elixier oder ist reines Wasser tatsächlich noch irgendwas Krasses? Wahrscheinlich irgendwas Krasses. Aber es war so klar, dass diese Agelos-Rüstung, obwohl die so günstig war und auch schlecht ist, dass die später noch... dass das Beste von überhaupt allem wird. Gut, Affe, dann bringen wir dich nochmal kurz zurück. Kann man sich einfach mit denen teleporten? Das wäre super dumm. Oh, ich kann mich nicht teleportieren wie du. Du doofer Affe, ey. Guck mal, er macht sogar eine Animation, wenn wir nach unten gehen. Das ist doch schön. So, okay, alles klärchen. Dann müssen wir dich also nach Vierer bringen. Vierer ist ja gar nicht so weit weg. Vierer war die Feuerstadt. Ach so, Vierer, also nicht Palulu. Oh, Scheiße. Natürlich falle ich hier runter. Oh Gott, ich werde sterben. Ah, okay, mein Elektroschwert tut mir weh unter Wasser. Aber macht auch coole... Hat coole Effekte. Das Wasserschwert ist sogar stärker unter Wasser, dann nehme ich das natürlich. Guck mal, hier wäre auch der Affe gewesen, der uns gesagt hätte, was man machen soll. Rechts, links, rechts, rechts, nach unten. Das soll wohl in irgendeinen bestimmten Weg weisen, merkst du ja, ja klar. Also der hat uns den Weg gewiesen durch das Labyrinth in dem Vulkan. Tja, haben wir da mal ein bisschen gecheatet, passt schon, Leute. Das kommt halt davon, wenn man nicht mit allen NPCs redet. Aber ich hab's ja also wenn man nicht mit denen in der richtigen Reihenfolge redet. Keine Ahnung, Leute. Also man hätte dann aus dem Vulkan nochmal rausgehen sollen, in die Stadt reingehen sollen, mit dem Dude dann nochmal sprechen sollen, dass der einen sagt, ja hier, ich hatte so ein Pergament, aber ein Affe hat's mir geklaut. Und dann soll man hier hingehen und dann, dass der Affe hier einen sagt, wie man durch das Labyrinth kommt. Das ist doch bescheuert, Leute. Ohne Witz. So, und der wohnt irgendwo da oben. Irgendwie so.
So, und hier lebt er. Hey, du bist da. Das ist doch hier Vierer, oder nicht? Was? Das waren Augen mit diesen Affen. Finde ich schön, dass die zumindest mehrere Texte haben. Doch, Vierer. Ja, hier sind wir doch. Ach so, warte. Ich soll ihn bestimmt zu dem Typen hier bringen, damit er... Genau. Damit er den Schlüssel klaut. Dies ist das Heim des Wächters des Lufttempels. Du gehst hinein und lenkst ihn durch ein Gespräch ab. Währenddessen wende ich einen Weg, mich hinter ihn zu schleichen und seinen Schlüssel zu nehmen. Dann öffne ich das Schloss hier oben. Anschließend mache ich den Schlüssel wieder an den Bund des Wächters und wird er nichts bemerken. Okay, ich lenke ihn ab. Machen wir so. Guter Plan. Was macht die Madame da? Hallolich, ich bin jetzt der Typ hier. Ich bin der Affe, Leute. Das ist nicht die beste Zeit, um beim Stehlen erwischt zu werden. Von hinten, das merkt sie nie. Na gut. Du musst einen anderen Weg finden, um in das Haus zu gelangen. Okay, wahrscheinlich. Wir können nicht so hoch hüpfen. Dafür sind jetzt diese Löcher hier da. Lol. Ich finde das witzig. Jetzt sind wir so ein kleiner Affe. Das wäre so witzig, wenn man den später auch noch weiterspielen könnte. Guck mal, der hat sogar noch eigene Mechaniken hier. Ist ja mega witzig. Da kann er auch ran. Guck mal, wie cool das ist. Okay, das ist wieder cool. Das ist sehr einfallsreich. So, so wie Mario. So, geklaut, hab ihn. Gut gemacht, Dizzy. Hast ihn gut abgelenkt. Mega nice. Ja, und jetzt? Ich hab den Schlüssel. Ach so, ich soll die Tür aufmachen, hat er ja gesagt. Es ist gefährlich hier. Okay, aber wie komme ich denn dann da hoch? Hallo, kannst du mir kurz helfen? Ah, stimmt. Hier war ja auch noch. Dafür ist ja da oben der Kack. Aber wie kommen wir da hoch? Kann mir irgendwer helfen, da hochzukommen? Hallo? Okay, so. Wusste ich doch, dass das doch für irgendwas ist. Das habe ich bei Pokémon Let's Go Evoli auch gefeiert, dass man da Evoli kurz spielen konnte. Ist nur so ein kleines... Wow, so ein kleines Minispiel hier, aber ich finde es trotzdem mega nice. So, hoffentlich langt das. Okay, jetzt schließt er hier auf. Zack. Ein Mechanismus rastet ein. Look. Und damit kommen wir jetzt in den Lufttempel, Leute. Der Lufttempel. Und da kriegen wir dann unser letztes Element. Jetzt müssen wir den Schlüssel wieder an den Bund des Wächters machen. Okay, mache ich. Wenn wir den Lufttempel machen, kriegen da unsere Blitzfähigkeit höchstwahrscheinlich. Ich hoffe, der Boss ist da nicht so kacke. Dann müssen wir noch irgendwann den anderen Boss da besiegen, den Drachen. Und dann ist alles cool. So, erledigt. Haben wir gut gemacht. Klatsch ein. Das wäre es. Das Tor nach Celestia ist offen. Jetzt musst du mich zurück nach Hause in den Wald bringen. Auch noch. Noch mehr Wünsche. Aber das kriegen wir ja locker easy hin. So, zum Wald. Der war ja nicht so weit weg. So, hier. Da ist ein offener Freund. Wir sind zu Hause angekommen. Oh, seid ihr ein Pärchen? Danke fürs Zurückbringen. Ich hoffe, dein Abenteuer wird von Erfolg gekrönt. Los, küsst euch. Küsst euch? Danke, dass du meinen Sohn... Oh, Sohn zurückgebracht hast. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Kein Ding, ihr seid beides Diebe, ihr seid beide doof. Gut, also damit können wir in den Lufttempel gehen. Das werden wir aber erst im nächsten Part machen. Ich glaube, dieser Part ist auch schon wieder viel zu lang. Ich bin aber auch sehr viel hin und her gelaufen, to be honest. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendwo in diesem Wald noch ein Eisding war, wo man irgendwas machen konnte. Aber ich weiß nicht mehr wo. Deswegen würde ich sagen, war's das mit dieser Folge, liebe Leute. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst ein Like da. Sonst noch ein Abo, wenn ihr die letzten Folgen nicht verpassen wollt. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und tschüss.